Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Ja, ich habe ein paar Neuigkeiten für euch. Und zwar haben wir das letzte Mal über den Artikel 13 gesprochen, der uns so einiges verbieten könnte in Richtung Star Stable, insgesamt Games und auch andere Sachen, die alles mit Urheberrecht zu tun haben. Und es gibt nun Neuigkeiten. Und zwar wurde ja abgestimmt am gestrigen Tag. Und leider wurde mit ganz knapper Mehrheit für diesen Artikel von den Abgeordneten gestimmt. Das bedeutet, nein, es wurde dafür gestimmt. Nicht so gut, ganz schlecht. Und ja, das bedeutet nun für uns, wir müssen weitermachen und ein paar Petitionen unterschreiben, beziehungsweise diese Petitionen-Links noch ein bisschen teilen. Ich habe euch auch die Links in der Videobeschreibung verlinkt und auch noch ein Video zu einem Abgeordneten, der das ganz gut erklärt, was jetzt der nächste Schritt ist, weil die Abgeordneten, die dagegen gestimmt haben, die möchten das natürlich auch verhindern, dass dieses Gesetz wirklich in Kraft tritt. Und deswegen werden die jetzt ein bisschen was dagegen tun, werden auch selber tätig, versuchen selber ein paar Unterschriften zu sammeln. Und was wir machen können, ist halt noch ein paar Petitionen unterschreiben, damit die anderen Abgeordneten sehen, dass wir auch alle ein Stimmrecht haben. So viel dazu. Ja, nochmal kurz zusammengefasst für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Gestern wurde über ein neues Gesetz abgestimmt, das ist der Artikel 13 und Artikel 11. Und da geht es darum, dass wir keine urheberrechtlich geschützten Sachen mehr hochladen dürfen. Und es soll ein Upload-Filter an allen Plattformen eingefügt werden. Wäre natürlich für alle Let's Player ziemlich schlecht. Wir wissen nicht, wie weit sich das ausdehnt. Das ist natürlich auch ein Problem. Es könnte sein, im schlimmsten Fall, dass für uns alles verboten wird. Wir dürfen kein Star Stable mehr hochladen. Wir dürfen generell keine Sachen mehr hochladen, die wir nicht selber erschaffen haben. Es könnte aber natürlich auch sein, dass der Artikel oder dass dieses Gesetz so weit nur trifft, dass uns das gar nicht weiter betrifft. Aber das wissen wir leider nicht. Das wissen wir nicht und insgesamt ist der Artikel halt nicht so gut für die Zukunft. Deswegen müssen wir dagegen stimmen und müssen ein bisschen was unternehmen. So, und dazu möchte ich auch nochmal sagen, lasst euch von niemandem irgendwie sagen, das stimmt nicht oder wir haben damit überhaupt nichts zu tun oder, keine Ahnung, abwarten und Tee trinken. Nee, das ist genau die falsche Einstellung. Man muss schon vorher etwas unternehmen, damit das gar nicht erst so weit kommt. Weil später im Nachhinein, wenn sich da überhaupt gar keiner drum kümmert, dann ist alles durch und dann ist es beschlossen und dann könnte halt dieser schlimmste Fall eintreten. Wobei wir, wie gesagt, nicht wissen, ob es wirklich so schlimm wird, wie wir uns das vorstellen. Aber da wir das halt nicht wissen, ist es immer besser, schon im Vorhinein etwas dagegen zu unternehmen. Und das sind diese Petitionen, die dazu da sind, um zu unterschrieben werden, damit die Politiker sehen, es gibt viele, viele Menschen, die sich dafür interessieren und die dagegen sind. Ja, soweit, so gut. Das Ganze ist keine Panikmache oder sonst irgendwie was. Und ich finde es sehr seltsam, dass nicht noch mehr Let's Player irgendwie Videos darüber machen, weil das ja nun wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, gerade auch für Let's Player. Nicht nur für die, generell für YouTube insgesamt. Deswegen, es wundert mich ein ganz klitzekleines bisschen. Und diese Einstellung mit abwarten, Tee trinken ist genau die falsche. Man muss vorher etwas unternehmen und selbst wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, können wir sagen, wir haben es zumindest versucht. Wir haben unser Bestes gegeben und ja, soweit, so gut. Das wollte ich euch nochmal auf dem Weg mitgeben, denn es ist halt wirklich so, dass man gemeinsam stark ist und wenn man denkt, man kann als Einzelner nichts unternehmen, dann ist das eine schlechte Einstellung. Man muss immer denken, viele zusammen können viel bewegen und deswegen auch deine Stimme zählt, beziehungsweise auch die Stimme von deiner Mutter und deinem Vater und so weiter und sonstigen Verwandten, die du vielleicht kennst und die in der Lage sind, ein PC zu bedienen und ein paar Klicks zu machen für diese Petition. So, soweit, so gut. Und ja, ich gehe dann nochmal ein paar Petitionen unterschreiben. Also es sind noch zwei, die ich dazugefügt habe.
Die dritte, die wir von dem letzten Video kennen, ist auch noch mit dabei, falls jemand da noch nicht unterschrieben hat und oder die Eltern das noch nicht getan haben. Zeigt es euren Eltern und erklärt, worum es geht. Und ja, ihr seht ja auch die Videos, die ich schon in der letzten Folge dort verlinkt habe. Die beschreiben das alles sehr, sehr gut. Und ja, da könnt ihr den Eltern auch sagen, ihr dürft dann auch keine Bilder mehr über Facebook hochladen, die ihr sonst so gerne hochladet. Das könnte vielleicht verboten werden. Wäre nicht gut, wäre ziemlich blöd. Und naja, egal. Wie dem auch sei, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen informiert und ein bisschen aufgeklärt darüber. Und ich versuche euch weiter darüber in Kenntnis zu setzen, was in Zukunft passiert. Das wird sich bestimmt noch einige Wochen hinziehen, weil mir haben schon welche in die Kommentare geschrieben, was ist denn jetzt, darf man nichts mehr hochladen? Das dauert. Das dauert. Sowas dauert Wochen, wenn nicht Monate. Deswegen erstmal da ganz ruhig bleiben, erstmal weitermachen, was man so weitermacht oder was man sowieso macht. Das Ganze zieht sich immer wochenlang hin, bis es denn wirklich mal so weit kommt. Und ja, von daher machen wir erstmal weiter, wie wir es gewohnt sind und hoffen auf gute Neuigkeiten. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.